Und hier töten wir uns erst einmal durch. Denn ich weiß nicht, deswegen... Ach nee, ich... Na komm, dich töten wir auch nochmal. Ich weiß nicht gerade nicht, ob ich zu dem Händler nochmal muss. Also zu dem verrückten Untoten hin. Ja, das kann ich gerade mal gucken. Denn wir brauchen einen bestimmten Schlüssel. Nein, den haben wir nicht. Gut, das heißt, dann müssen wir nochmal uns hier durch die Speerträger durchkämpfen. Und zwar am effektivsten so. So treffen wir sie nämlich am besten. Und ja, man merkt schon, das Claymore ist eine sehr tolle Waffe. So. Dich töten. Und dann hier zum Händler. Hallo, hast du uns was Neues zu sagen? There you are. Still keeping your marbles all together? Then go ahead, don't be a nitwit. Never hurts to splurge when your days are numbered. Ja. Gegenstand kaufen. Erstmal will ich gucken, wie viele Pfeile wir noch haben. Mehr als genug. Und dann will ich von ihm den Anwesenschlüssel kaufen. Was hast du uns noch zu sagen? My wares? Of course they're stolen. What did you think? And when you lose your head, I'll sell it all again. Ja, er ist sehr charmant. Er verkauft Trödel, den er Hüllen geklaut hat. Nein, Gegenstand kaufen wollen wir nicht. Oh, this one. Ain't she lovely? Her name is Julia. She's plumb in love with me. You'd never leave my side now, would you, Julia? Ja, wer Julia ist, ist auch so ein großes Mysterium. Manche munkeln, es ist der Waschzuber, den er ständig streichelt. Andere munkeln, es ist sein Katana, was er mit sich führt. Er führt nämlich eins mit sich. Andere denken, in dem Waschzuber hat eine Schlange versteckt. Oh, you can forget it. I'm all that she needs. Careful, she'll bite your little fingers off. Be kind, Julia, be kind. Und zwar auf die Schlange kommen sie gerade wegen dem Text hier, dass er einem die Finger, dass Julia einem die Finger abbeißt, wenn man zu nah rangeht. Okay, und er hat uns nichts mehr zu sagen. Ja, sehr unfreundlich. Dafür haben wir dir deine Fässer kaputt. So. Das hast du davon. Ihn selber dürfen wir nämlich nicht hauen, sonst haben wir eine Sünde am Hals. Auch wenn wir ihn jetzt eigentlich gar nicht mehr brauchen. Aber als Ritter aus Astora ist es ein Unding, wenn wir einfach so einen NPC töten. So, wir heilen uns mal kurz, weil ich will nicht jetzt nicht am Leuchtfeuer rasten. Dazu haben wir nämlich noch genug Heilung und so weiter übrig. Auch wenn ich das letzte Leuchtfeuer da unten im Finsterwurzbecken aktiviert habe. Das hier ist übrigens eine miese Stelle, um die wir vorsichtig drumherum müssen. Denn wir wollen jetzt erst einmal kurz der unteren Stadt der Untoten einen Besuch abstatten. Nämlich einen ziemlich vorsichtigen, langen Besuch. So. Hier gibt es nämlich erst einmal komische Hunde, bei denen wir aufpassen sollten. Die sind nämlich nicht ungefährlich auf unserem Level. Und ja, hier kann man jetzt schon wieder mutmaßen, sind es Zombie-Hunde, also Höhlenhunde, oder sind sie einfach nur total am Arsch, dass sie uns so ans Leder wollen. So, wir wollen erst einmal hier lang. Zur einzig normal aussehenden Tür. Hm? Hallo? Somebody. Please let me out of here. Somebody. Anybody. Help me. Unlock the door. Damn. I'm finished. How did this ever happen? Genau. Mit dem Anwesenschlüssel und nur mit dem Anwesenschlüssel, mit dem Generalschlüssel geht's leider nicht, können wir diese Türe aufmachen und ihn hier befreien. Hallo. Brilliant. You opened the door for me. Thank you. I'm saved. I thought I might never escape. I am Griggs of Vinheim, a sorcerer of the school. I am much obliged for your assistance. Thanks to you, I may now resume my travels.
Ja, er kann seine Reise nun fortsetzen. Er ist nämlich der Magierschüler, vor dem der Pessimistische am Feuerbandschrein uns erzählt hat. Ja. And I will be more cautious next time. Besides, I have an important task at hand. Ja, er hat eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Oh, hello. I'm fine. Ja. So, wir können uns erstmal hier durch das Fass durchrollen. Er wird zum Feuerbandschrein gehen, so wie... Ja. Leiche plündern, genau. Und zwar kriegen wir hier seine Zauberausrüstung, ohne ihn zu töten. Das ist sozusagen, warum sich das die Entwickler gerade so gemacht haben, dass man die Ausrüstung meistens in der Nähe von den Chars findet. Oder sie überhaupt mal findet. Also bei solchen Char-Charakteren wie ihm gerade. So. Seine Zauberausrüstung haben wir. Auch wenn wir sie nicht unbedingt brauchen. Aber wir haben ihn befreit. Das ist das Wichtige daran. Au. Okay, und hier haben wir Fackelträger. Hüllen, die ich nicht treffe, weil ich zu weit wegstehe. Ja, den einen habe ich wenigstens getroffen. So, den anderen treffe ich auch. Die Jungs können nämlich etwas anstrengend sein. Deswegen gut aufpassen. Die können nämlich einen auch instant killen. So, und der letzte noch. Gut. Die Jungs da hinten als nächstes. Bewegt sich einer von euch? Ja. Und drei mit einem Streich. So, ihr habt nämlich eine Doppelmenschlichkeit bewacht. Also eine sehr wertvolle Menschlichkeit. Du kannst da drin bleiben von mir aus noch eine Weile. Wir wollen den Weg weitergehen. Auch wenn es von hier aus ein bisschen riskant ist, seitdem wir das letzte Leuchtfeuer angetatscht haben. So, hier kommt die erste gemeine Stelle in der unteren Stadt der Toten. Wenn wir hier nämlich noch ein Stück weiter gehen. Genau, springen die Türen auf. Und Assassinen wollen uns ans Leder. Aber wie man sehen kann, sind das One-Hit-Wonders. Wenn sie uns nicht gerade mit ihren Wurfmessern bewerfen oder unsere Attacke parieren. So. Nochmal kurz heilen. Ja, das war nur die erste Ladung von den Jungs. Aber sie waren wenigstens so nett und haben uns ihre Türen geöffnet. Hinter manchen Türen verstecken sich nämlich Sachen. Zum Beispiel ein Kettenbrecher. Also ein kleiner Rapierdolch. Oder ein Rapier. Und noch andere nette Sachen. Hier in dem Ding war nichts, soweit ich weiß. So, wir wollen hier weiter. Durch die enge Gasse. Hier müssen wir vorsichtig sein. Genau, nämlich wegen dem da. Er hat uns schon gewittert. Na komm her. So. Jetzt steht er da wie angewurzelt. Wow, das hat er absichtlich gemacht. Der ist klug, der Junge. Aber das war doof von ihm. So. Jetzt können wir ihn nämlich erstechen. Und weitergehen, weil jetzt gehen die nächsten Türen auf. Und die nächsten Assassinen kommen. So, eine ist schon mal weg. Wir ziehen uns langsam ein Stück zurück, weil sie sind in ihrem Konter. Ja. So. Noch zwei Assassinen erledigt. In ihrer sogenannten Konterhaltung. Und in der sind sie extrem gefährlich. Wenn wir sie nämlich angreifen, dann springen sie uns auf den, auf die Schulter, über den Rücken und schlitzen uns die Kehle auf. Was als Untote jetzt nicht ganz so schlimm ist, weil wir daran nicht verbluten können. Hier haben wir übrigens ein Diebesset bei ihnen versteckt.
Aber sie sind auf jeden Fall ernstzunehmend. So. Die Nebelwand lassen wir mal links liegen. Weil dahinter wartet der nächste Boss. Und bevor ich zum nächsten Boss will, will ich erst noch woanders hin. So. Erst einmal den Dieb hier töten, der ein Banditenmesser bei sich hat. Also die Assassine. Und die zweite auch gleich mit. So. Hier weiter lang, weil da hinten Loot liegt. Also ein Gegenstand. Diese Türe ist verschlossen. Dafür brauchen wir erst den passenden Schlüssel. Hier liegt eine Seele eines verlorenen Untoten, die wir einsacken können. Und hier geht es jetzt nach oben. Nach oben ist schon mal sehr gut für uns. Auch wenn hier ein einzelner Bogenschütze steht, der irgendwie lächerlich ist. Keine Ahnung, warum die Entwickler ihn dahingestellt haben. Aber hier haben wir erst einmal einen neuen NPC. Sieht so ähnlich aus wie der Händler in der untoten Stadt, aber es ist die untote Händlerin. Ja, sie braucht unsere Seelen, deswegen verkauft sie uns Moos. Was lächerlich klingt, aber später wichtig sein wird, das verrate ich schon mal. Wanderfluch brauchen wir jetzt noch nicht unbedingt. Menschlichkeit hat sie eine, die kostet 5000. Und wie man sehen kann, sie hat auch Läuterungssteine, die doppelt so teuer sind wie beim Priester oben. Und sie hat Giftpfeile, die später auch wichtig sind. Gut, aber reden wir erstmal mit ihr. Ja, sie ist glücklich jetzt als Untote in dieser Kloake. Ja. Ja, vielleicht fallen wir ihn da unten nicht auf. Ja, und mehr hat sie uns nicht zu sagen. Ja, und wir sind ein Langweiler. So, gut. Einige werden diesen Kanal schon erkennen, den wir hier gerade lang rennen. Denn hier geht es zurück. Zum Feuerbandschrein. Diese Ratte hier dürften auch noch einige kennen. Genau, Feuerbandschrein. Tod der Ratte. Hat leider keine Menschlichkeit für uns. Und tot den Gegnern hier, die schon angerannt kommen, um zu sterben. So. Hau gegen mein Schild und stirb. Ja, mit dem Claymore müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir haben nämlich einen ziemlich hohen Ausdauerverschleiß. Wie man sehen kann, wenn wir zustechen. So. Oh, du hast was dabei. Eine Brandbombe, wie schön. Gut. Wir haben es zum Feuerbandschrein zurückgeschafft. Von da aus werden wir dann erst einmal nochmal zum Schmied gehen, um unser Claymore auf Stufe 5 zu bringen. Genügend 10 haben wir ja jetzt. Und unser Magierfreund ist jetzt auch hier. Aber mit ihm sprechen wir erst nachher, wenn wir gerastet haben. Und mit ihm hier. Weil sie haben uns beide noch was Neues zu sagen.